Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich muss hier mal rumdrehen. Hier. Puh, hier blendet die Sonne etwas. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner und ich habe heute keinen richtigen Ami für euch, aber so einen halben Ami. Und zwar den Ford Ranger Raptor. 2021er Baujahr, also Neuwagen. 2 Liter Diesel, 213 PS. Diesen weißen Streifen, da sage ich euch gleich noch was zu. Ich zeige euch das Auto an sich erstmal von außen, so wie er aussieht. Also der ursprüngliche oder der in unseren Augen originale Raptor ist der F-150 Raptor. Aber hier hat Ford für den deutschen und europäischen Markt halt auch nochmal einen rausgehauen, wo man einfach ein bisschen mehr von hat als von einem Standard Raptor. Deswegen fangen wir einfach vorne mal eben an. Also er ist natürlich breiter. Das ist ganz klar zu sehen. Kotflügelverbreiterungen. Dann vorne dieser typische Schriftzug. Das Ford ist halt schön groß und fett drin. Mit Kotflügelverbreiterungen. Also das ist halt alles ausgestellt hier. Ich zeige euch natürlich jetzt das Auto. Oh, ist auch ganz schön warm der Lack. Ich zeige euch jetzt das Auto. Das ist zum einen eine Vorstellung, dass ich euch das Auto zeige und zum anderen auch ein Vorher-Video, weil, deswegen der weiße Streifen, der dient nämlich als Muster oder als Demo. Warum, seht ihr jetzt? Wir haben nämlich für den Kunden so ein paar Muster aufgeklebt, weil der sich nicht ganz entscheiden konnte, wie will er das foliert haben. Weißer Streifen, ein weißer Streifen, zwei weiße Streifen und. Das ist jetzt im Moment der aktuelle Stand, aber da waren wir noch auf Rückmeldung von dem Kunden, ob dem das so gefällt. Auch die Kotflügelverbreiterungen und die Optik wird sich sicherlich noch etwas anpassen, so wie wir das hier sehen können. Fangen wir einmal an. Die Felgen. Das ist die gleiche Felge, wie der US Ford F-150 Raptor auch drauf hat. 6-Loch. Reifengröße ist 285, 70, 17. Und dann halt diese schönen Offroad-Reifen hier drauf. Ich weiß aber, es geht auch noch größer und gröber und bolleriger. Aber wir fangen erstmal mit der Serienausstattung an. Auch hier, also das ganze Auto, muss ich sagen, ist sehr an diesen Raptor-Style halt angelehnt. Dann haben wir hier zum Beispiel, das sind diese Lufteinlässe oder diese Lüftungsschlitze, die wir da haben. Wir haben elektrische Spiegel, also elektrisch einklappbare Spiegel auch. Dann haben wir Trittbretter, das sind natürlich richtig vernünftige grobe, wo auch wieder sich das Raptor spiegelt natürlich. Ob die bleiben, muss ich euch ehrlich sagen, weiß ich noch nicht. Ist halt auch nicht meine Entscheidung, aber vielleicht werden die abgeändert, das wissen wir nicht, das sehen wir noch. Da natürlich Ladefläche. Ist klar, hinten dran diesen Bügel, den hat er auch serienmäßig. Hier hinten, wir haben den, wir rüsten diese Bügel häufig nach. Dann haben die aber oft oben, das habt ihr zum Beispiel bei dem F-150 Shelby Offroad Truck gesehen, da haben wir den Bügel auch nachgerüstet, da sind aber oben LED-Scheinwerfer dran. Vielleicht kommen hier auch noch welche dran. Schauen wir mal. Ladefläche. Da ist also auch natürlich Platz drin. Oben haben wir wieder dieses Rollo. Das Grundprinzip dieser Rollos, auch das ist immer das gleiche. Das kennen wir auch von dem F-150 Shelby Truck. Wir kennen das vom Ram. Also da gibt es immer 1000 Varianten von. Da gibt es welche zum Einrollen, da gibt es welche zum Klappen, da gibt es diese Hardcover, die man einfach so hochklappen kann. Da gibt es für Ladeflächenabdeckung gibt es 1000 Varianten. Anhängerkupplung haben wir natürlich hinten dran. Und das ist von außen erstmal so die Serienausstattung. Musik.
Wir gehen jetzt mal rein. Dann zeige ich euch das. Innenraum. Zeige ich euch mal eben. Ist natürlich alles Ford Performance-mäßig angelehnt. Da sehen wir das Ganze schon. Da sind Sitze drin, die natürlich so ein bisschen Offroad-mäßig sein sollen und stützen sollen. Da sage ich euch gleich noch was zu. Hinten ähnliches Prinzip. Wir haben hier so eine Leder-Alcantara-Kombination. Finde ich immer geil. Ich persönlich liebe Leder-Alcantara-Kombination. Von innen hier das typische Ford-Design, die typische Ford-Optik. Das muss ich sagen, finde ich persönlich immer relativ schade, dass sich, wenn man solche Sondermodelle oder solche außergewöhnlichen Modellvarianten kauft, dass es da nichts Special gibt. Die sind von außen dann immer ein bisschen schick gemacht und ein bisschen abgehoben. Nein, abgehoben ist das falsche Wort. Die heben sich etwas ab optisch, aber von innen sehen die alle gleich aus. Das persönlich finde ich immer nicht so schön. Da würde ich mir immer wünschen, dass es irgendwie ein Highlight gibt, dass irgendwas anders ist. Einfach, dass wenn ich mich auch reinsetze, weil ob ich jetzt in einem Fiesta, in einem Mondeo oder in einem Escort oder in einem Ranger Raptor sitze, das sehe ich jetzt nicht. Wenn ich die Augen zumache und steige ein und mache dann die Augen auf und sehe den Innenraum, das finde ich ein bisschen schade. Klar, hier ist jetzt so was Kleines. Hier steht jetzt Raptor in dem Lenkrad. Aber, naja, muss jeder für sich entscheiden. So. Da haben wir das Cockpit. Und auch hier ist das alles typisch, typisch Ford. Im Innenraum werden wir sehr wahrscheinlich nichts verändern. Das reicht dem Kunden so. Das möchte der so belassen, wie es ist. Wir haben jetzt hier, habe ich gerade schon gesagt, die Sitze. Das ist mein persönlich. Ich will auch nie was schlecht reden. Ich versuche immer nur so objektiv oder so offen wie möglich zu sein. Ich sage immer meine Meinung. Ob das eure Meinung ist, steht natürlich immer auf dem anderen Blatt. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, wenn ich mir jetzt diese Sitze angucke hier und gucke mir an bei einem Neuwagen, wie das hier alles verarbeitet ist. Da muss ich gestehen, das finde ich nicht so gut. Das ist alles sehr weich, das ist nicht so aufgepolstert, nicht so dick, nicht so straff. Und auch wie das Leder so fällt, man sieht hier so Beulen und auch hier hinten so Beulen. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich finde aber nur, wenn ich ein neues Auto kaufe, und kaufe dann so eine Sondervariante, so ein Ranger Raptor halt zum Beispiel, dann brauche ich natürlich Sitze, die entsprechend Seitenhalt haben und die das nicht nur zur Optik haben, weil wenn ich damit mal ins Gelände möchte, ob ich das tue, muss man gucken, aber wenn ich es möchte oder vorhabe, finde ich, sollte da ein bisschen Halt bei sein. So sieht's aus. Aber ansonsten, allradtechnisch ist alles da, können wir alles einstellen, umstellen, wie man das so möchte. Ja, das war eigentlich schon unser kurzes, knackiges Vorstellungsvideo. Und so sieht's aus. Ich zeige euch beim nächsten Mal, wie er nachher aussieht, was wir alles umbauen, was für Felgen drauf kommen und was damit machen. Und deswegen lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, damit ihr immer up to date seid. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!